Die Stadt Augsburg zählt zu den Top 3 der nachhaltigsten Großstädte in Deutschland. Unter anderem ist das auch ein Verdienst des Zukunftspreises. Es gibt viele gute Beispiele bürgerschaftlichen Engagements. Und genau das ist unersetzlich. Es ist eine ganz grundhaft wichtige Angelegenheit, weil es um die Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Stadt geht. Und das nicht von heute auf morgen, sondern auf lange Sicht. Das heißt, es ist etwas, was ganz Grundhaftes und Grundlegendes ist. In der Kategorie Klimaschutz wurde die Ortsgruppe Augsburg des Bundesnaturschutz mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Auf den 1. Platz wählte die Jury das Projekt Unser Anfang. Die Umwelt AG der Grundschule Herrenbach engagiert sich für klimafreundliches Verhalten, und zwar schon in jungen Jahren. Für die Kinder ist es natürlich ganz spannend und aufregend, vor allem, weil sie ihre eigenen Ideen mit einbringen können. Und das Schöne daran ist, dass sie selber auch Ideen entwickeln und vielleicht viel besser als wir Erwachsene auch einen natürlichen Bezug zu unserer Umwelt haben. Das Ensemble-Theater hat in der Kategorie Nachhaltige Entwicklung die Jury am meisten beeindruckt. Das heißt Platz 1 für ihr Theaterprojekt Das Ding. Und das Grand Hotel Cosmopolis erhielt Platz 2 für das Engagement in Sachen Integration. Unterstützt wird der Wettbewerb für ein zukunftsfähiges Augsburg seit Jahren von der Stadtsparkasse. Ich glaube, das ist eine Institution, die durch den Zukunftspreis entstanden ist, dass immer mehr sich da bemüßigt fühlen, was zu tun. Aber ich glaube, das ist auch die Kultur hier in Augsburg, dass sie schon seit Jahren entstanden ist und weiter fortschreitet. Nachhaltigkeit und Klimaschutz können nur gemeinsam gelingen. Der Augsburger Zukunftspreis ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.